Das iSpectrum Serious Game ist entwickelt worden, um autistischen Menschen die Einführung in die Arbeitswelt zu erleichtern. Das Spiel enthält drei unterschiedliche Arbeitsszenarien: ein Büro, einen kleinen Supermarkt und ein Gartencenter. Jedes Spiel sieht sechs unterschiedliche Phasen vor. Die erste ist die Wahl der eigenen Figur. Die zweite Phase sieht ein Treffen in einem Arbeitsvermittlungsbüro vor. Dort wird der User auf ein Vorstellungsgespräch vorbereitet und gleichzeitig werden die drei unterschiedlichen Arbeiten vorgeschlagen. Am Ende dieser Phase muss der Spieler die Arbeit aussuchen, die er ausprobieren möchte. Im dritten Teil muss der User ein Gespräch mit seinem neuen Vorgesetzten durchführen, der verantwortlich für die ausgesuchte Tätigkeit ist. Ab diesem Zeitpunkt erscheint Buddy, ein Kollege, der die Aufgabe hat, Anweisungen und Rückmeldungen zu den getroffenen Auswahlen zu geben und generell den Spieler in den unterschiedlichen Spielphasen zu unterstützen. Die letzten drei Phasen entsprechen drei unterschiedlichen Arbeitstagen. Den ersten Tag, einen nach circa einem Monat und der dritte nach circa drei Monaten nach Arbeitsanfang. In diesen drei Phasen sind ebenso viele Interaktionsmöglichkeiten eingebaut worden. Der Spieler muss die Dialoge lesen und die seiner Meinung nach passende Antwort aussuchen. In der Navigation kann er sich innerhalb des Umfeldes bewegen und mit den vorhandenen Elementen interagieren. Durch die Minigames hingegen kann man speziell für das gewählte Umfeld passende Aufgaben lösen. Auf der linken Seite der Hauptbildschirmseite befinden sich Schaltflächen, die während des Spiels nützlich sein können. Die Mappe zum Beispiel zeigt alle Räume auf, innerhalb derer der Spieler sich bewegen kann. Die Taste People fasst alle in dieser speziellen Spielphase getroffenen Darsteller zusammen. Wenn man auf die Taste der Aufgaben klickt, erscheinen alle Aufgaben, die an dem Tag durchzuführen sind, sowie die schon beendeten Aufgaben. Die Taste Buddy ermöglicht es, einen Tipp oder Unterstützung von seinem Kollegen zu bekommen. Hier befinden wir uns im IT-Büro und der Spieler bewegt sich innerhalb dieses Bereiches. Die Dialoge sind in schriftlicher Textform dargestellt. Der Spieler muss jedes Mal die seiner Meinung nach passende Antwort aussuchen. Hier ist ein Minigame. In diesem Fall muss sich der User mit den Daten einloggen, die er vorher bekommen hat. Anschließend kann er an seine Mailbox und eingegangene Mails lesen. Daraufhin wird er die Prioritäten setzen müssen, mit denen er auf die E-Mails antworten wird, neue Mails schreiben und die Anhänge ausdrucken wird. Hier befinden wir uns im Gartencenter. Auch in diesem Fall kann sich der Spieler innerhalb eines Bereiches bewegen und mit Gegenständen interagieren. Wenn er zum Beispiel auf die Uniform klickt, kann er sich umziehen, um den Arbeitstag zu beginnen. In diesem Minigame muss man ein Blumengesteck vorbereiten und verschicken. Dafür muss man die richtige Anzahl der bestellten Blumen aussuchen.
Während des gesamten Spiels folgt auf eine Wahl des Users immer eine Antwort seitens des Systems, das eine sofortige Rückmeldung zum eigenen Verhalten liefert. Der Spieler kann aussuchen, ob er die Punktzahl schon während des Spiels sehen will, indem er die passende Box auf der linken Seite öffnet. Über dem Hauptbildschirm hingegen sind die Räume zu sehen, in denen man sich befindet und man kann den Verlauf der Partie verfolgen. Hier befinden wir uns im dritten Bereich, dem Supermarkt. Der User sucht die Ware im Lager aus, um sie dann in das richtige Regal im Geschäft einzuordnen. Jedes Szenario enthält Fragen und Situationen, die sowohl die ausgeführte Arbeit betreffen, als auch einige soziale und zwischenmenschliche Aspekte, die in der Arbeitswelt vorkommen. Je weiter das Spiel fortschreitet, desto komplexer werden die Situationen für den Benutzer.